Mohammeds Berufung, Selbstmordversuche. Eine weitere Überlieferung beschreibt, was geschehen ist, nachdem Mohammed von seinem Onkel Waraka zum Propheten erklärt worden ist. Aber nach ein paar Tagen starb Waraka und die göttliche Inspiration wurde auch für eine Weile unterbrochen und der Prophet wurde so traurig, dass wir gehört haben, dass er mehrmals vorhatte, sich von den Gipfeln hoher Berge zu werfen. Und jedes Mal, wenn er auf einem Berggipfel stieg, um sich hinabzustürzen, erschien Gabriel vor ihm und sagte: O Mohammed, du bist in der Tat Allahs Gesandter, in Wahrheit, woraufhin sein Herz ruhig wurde und er sich beruhigte und nach Hause zurückkehrte. Und wann immer die Zeit des Kommens der Inspiration lang wurde, tat er wie zuvor. Aber wenn er die Spitze eines Berges erreichte, erschien Gabriel vor ihm und sagte zu ihm, was er zuvor gesagt hatte. War Mohammed überzeugt, dass er ein echter Prophet war? Was denkt ihr? Und fällt euch ein anderer Prophet in der langen Reihe der Propheten ein, der ähnlich empfunden und sich ähnlich verhalten hat? Schreibt es mir in den Kommentaren.